Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch ein Update von meinem Alltags-Make-up, da viele erkannt haben, dass ich mich anders schminke als in meinem... Ich weiß gar nicht, wie hieß das nochmal? Ich glaube Alltags-Make-up? Keine Ahnung, ich weiß nicht, meinem Alltags-Make-up? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja, haben viele gemerkt, dass ich mich auf jeden Fall jetzt komplett anders schminke. Und ja, das tue ich auch. Ich habe auch, also ich weiß gar nicht, habe ich da schon Highlighter benutzt? Ich glaube gar nicht, ne? Auf jeden Fall hat sich viel geändert. Und ja, da es viele sehr schön fanden und wissen wollten, was ich benutze, wie ich was mache, wie ich das mache, bla bla, dies, das, ihr wisst schon. Deswegen dachte ich mir dann, mach ich doch mal ein Update-Video, ne? Seht ihr meinen Pickel? So sexy, oder? Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video und ich würde sagen, los geht's! Allererstes benutze ich den Concealer von Maybelline. Das ist jetzt der Fit Me Concealer in der Farbe 20. Und ja. So, und ja, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nein, Spaß. Ja, ich würde sagen, das Ganze werde ich jetzt mit meinem Make-up-Eye verblenden. Wie gesagt, ich mache das immer an meinem Kinn, an meiner Stirn und unter meinen Augen wegen Augenringe. Aber ist ja wohl selbstverständlich. Ja, halt nur da und das Ganze werde ich jetzt verblenden. Den Schwamm mache ich immer vorher ein bisschen feucht, weil ja, das lässt sich dann halt besser verblenden. Kommen wir zu meinen Augen und ich benutze zurzeit eigentlich immer Lidschatten. Ja, und dazu benutze ich die NYX Palette, Highlight und Contouring Pro Palette. Da benutze ich halt nur die dunkelste Farbe von für mein Auge. Und dann benutze ich noch den Lidschatten von Catrice und das ist der Gold Out 950. Meine Augen benutze ich den 401 Eyeshadow Pinsel von Laurena. Das ist der hier. Und ja, damit werde ich jetzt mein Ei schminken. Böse. Oder wenn ich irgendwas falsch mache. Ich schminke mich einfach so, wie ich mich gerne schminke, wie ich am besten mit klarkomme. Deswegen. Aber jeder macht es anders. Professoren, Experten kommen. Lass mich einfach machen. Jetzt benutze ich den Eyeliner von L'Oréal Paris, der Perfect Slim Eyeliner. Oh, und ich habe den falsch rumgehalten. Jetzt kommen wir zu der Krönung, und zwar mein Liebling. Und zwar der Highlighter, der darf natürlich nicht fehlen. Ich benutze jetzt den High Beam von Benefit. Und das sieht aus wie ein Nagellack, aber voll süß. Der ist so cute, ne? Und ja, das ist halt ein flüssig Eyeliner, wollte ich schon sagen. Ein flüssig Highlighter. Ja, aber der ist wunderschön. Und natürlich dürfen auch meine Augenbrauen nicht fehlen. Und ich benutze das Augenbrauenpuder von Catrice. Und da benutze ich halt immer die dunkelste Farbe, weil ich habe von Natur aus irgendwie schon so krass dunkle Augenbrauen. Ja, deswegen reicht die Farbe leider nicht. Deswegen benutze ich halt die. Ja. Als nächstes benutze ich dann ein Bronzer von der NYX Palette wieder. Und da benutze ich eigentlich immer den hier. Oder auch den dunklesten. Da tupfe ich einmal ganz schnell rein, weil der wirklich mega pigmentiert ist. Und dann hat man direkt irgendwie so einen Kackstreifen. Ja, das sieht natürlich nicht so schön aus, ne? Ja!
Zum Schluss dann benutze ich von NYX den matten Lip Gloss. Und zwar, das ist die Farbe Lipli 03 und der ist wirklich so schön. Oh, ich liebe den auch voll. Ich liebe eigentlich alles, was mit Schminke zu tun hat. Deswegen, ja, ich sage das, glaube ich, bei jedem Produkt irgendwie. Aber ja. So, ihr Lieben, das ist das Endergebnis. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich mache das ja für mich und für die Leute, die danach gefragt haben. Entschuldigung, Leute, für die kurze Unterbrechung. Nur der Akku ist gerade leer gegangen und ich muss jetzt mit dem Handy weiterfilmen. Deswegen wundert euch bitte nicht. Und ja, aber das Video ist ja jetzt auch schon zum Ende gelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss! Love me, love me, love me.